So, nun zu einer kleinen süßen Maus, eine Schäferhündin im Körper eines, keine Ahnung, Jack Russells. Ganz süße Maus, ganz kurze Beine. Gott, sie ist schön. Danke, Rettungspatin. So, der Name der Hündin ist Bianca. Mischling, klein, ja, geboren 2016, also 8 Jahre alt ungefähr. Das Schlimme ist bei ihr, ich kannte den Fall gar nicht. Sie war in der Tierhölle in Radici. Einfach mal den Link folgen hier und dann mal lesen. Das ist schon, stell den Link unten mal rein. Er wurde vor 4 Jahren im Tierheim in Polen, in der Nähe von Warschau, ja, gestürmt von den Behörden und sowas, ein Tierschutzverein, da waren Hunderte Hunde und Katzen, die gestorben sind, einfach vergraben worden, Massengräber und ach Gott, weiß ich was. Es war auch in Zeitungen und sowas in Polen, habe ich natürlich nichts mitbekommen. Ich kenne das so ähnlich in Rumänien, da ist auch die Hölle auf Erden, aber ich dachte nicht, dass das in Polen auch so wäre. Ich war ja ein paar Mal in Polen, ja schon 10 Jahre her. Da war ich in Jelenagora ein paar Mal im Tierheim und in Breslau ein paar Mal im Tierheim. Jelenagora war gut, gutes Tierheim. Breslau, ja, ging auch noch, war auch ein öffentliches, also von der Stadt. Also, Bianca wurde mit vielen weiteren Hunden aus der Tierhölle Polens, dem Tierheim Radici, gerettet und kam am 6.7.2020 zu uns. Die ist also schon etwas über 4 Jahre ein Tier, die kleine Maus. Sie ist eine schüchterne, zurückgezogene Hündin, doch immer sehr ängstlich ist. Bianca braucht dringend eure Hilfe. Wenn man ihren Zwinger betritt, zieht sie sich sofort in die hinterste Ecke zurück. Sie hat Angst vor dem Kontakt mit Menschen, mag auch nicht angefasst werden, wenn man sie bedrängt. Okay, nee. Wenn man sie bedrängt, reagiert sie trotzdem nicht aggressiv, lässt sich sogar kurz zwangsstreicheln, ohne zu schnappen. Wir wissen nicht, wie sie mit anderen Hunden auskommt, aber das versuchen wir noch zu testen. Hier bei uns wird Bianca nie ein Zuhause finden. So ein schöner Hund. Kopf in Schäferhund, Körper in Jack Russell. Sie ist es bei Fellgesicht in Not. Bianca, schauen wir gerade. Mit Bianca. Da ist die kleine Maus her. 14 cm, sind lieb, sozialverträglich, ängstlich. Update August 24. Bianca, unsere Mini-Schäferhündin mit der tiefen Stimme, hat sich in den letzten Wochen ganz toll entwickelt. Bisher hat sie sich zwar auch streicheln lassen und konnte angefasst werden. Bisher hat sie sich zwar auch streicheln lassen und konnte das angefasst werden auch genießen. Aber trotzdem war es meistens nur für kurze Dauer. Und Bianca schnell wieder auf Abstand. Bianca suchte gerne dann die Nähe, wenn die menschlichen Hände mit anderweitiger Arbeit beschäftigt waren. Wer weiß, was die in der Hölle in Polen miterlebt hat. Wir nannten es ihren Schrubberfetisch. Denn eigentlich kam sie immer dann nah zu uns, wenn wir beim Putzen waren und mit dem Schrubber und Abzieher hantiert haben. Aber nun kommt sie auch ohne Putzzubehör zu uns, sucht Nähe und stellt sich wedelnd zu uns, um gekraut zu werden. Das war bei meinem Florica aus Rumänien so. Ein halbes Jahr gedauert und dann war der Beste Unterwelt. Darüber freuen wir uns sehr. Nicht nur, weil es für Bianca langsam vorangeht, sondern auch aus ganz egoistischen Gründen. Bianca hat einfach ein wunderbares, weiches Fell. Biancas größte Baustelle ist das Laufen an der Leine. Hier zeigt sie noch große Unsicherheiten und schafft es noch nicht wirklich gut. Wir arbeiten weiter mit ihr und sind zuversichtlich, dass sie auch beim Leinentraining Fortschritte macht. Ja, die kleine Bianca hat eine traurige Vergangenheit. Sie lebt in einem polnischen Tier unter schrecklichen Bedingungen. Das Tierheim wurde von Behörden geschlossen und Bianca wurde am 6.7.20 in ein anderes Tierheim verlegt. Nun durfte sie zu uns ausreisen. Bianca versteht sich hier gut mit anderen Hunden.
Kumpel und könnte sich sicherlich auch an Katzen gewöhnen. Sie ist aber derzeit noch sehr ängstlich, das weiß vor dem Update. So, genau, und kann nicht allein laufen. Ja. Also wer einen super, super süßen Hund sucht, eine Lady, die noch bestimmt 10 gute Jahre hat, ja, lieb, sozialverträglich, ängstlich mit anderen Hunden zurechtkommt, gerne hier bei Fellgesicht in Not. Die sitzen in Osnabrück melden. Genau. Gerettet hat sie. Ein toller Tierschutzverein. Hundefreundliches Leben. Org. Genau. Einfach doch melden. Ich mache die Links hier unter dem Video, in dem Text. Ich hoffe, Bianca, findest bald ein tolles Zuhause. Tschüss.